Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zur Begründung der objektiven Kammertonhöhe. Ich spreche für die Musikvereinigung Orpheus, die Veranstaltungen, Workshops, Tagungen und so weiter zu 432 Hertz organisiert. Dies ist ein Infovortrag, auch für Veranstalter zur Orientierung, welche Aspekte des Themas von mir ungefähr berührt werden. Lieber spreche ich live und kann dann das Publikum stärker einbeziehen, vor allem auch durch Musikbeispiele zum Hören, Mitsingen, Mitsummen usw. Die Kammertonhöhe ist auch ein Aspekt der Werktreue, so werden auch Stimmen der Komponisten zitiert werden, aber auch unter anderem Johannes Kepler, der zum Wesen der Musik viele grundlegende Äußerungen gemacht hat. Vorausschicken möchte ich noch, dass neben 432 Hertz oft auch 430 genannt und benutzt wird. 430 ist ein temperierter Ton zwischen der reinen Prim von A-Dur mit 432 und der reinen Terz von F-Dur von 426,6 Hertz. Das hängt mit dem sogenannten pythagoreischen Komma zusammen, also der Differenz zwischen Fis und Ges von 5 Hertz. Geht man in reinen Quinten durch den Quintenzirkel, so kommt man bei Fis 5 Hertz höher heraus als abwärts bei Ges. Das war die Aufwärtsreihe C, G, D, A, E, H, Fis, Gis, na. Fis, Cis, Gis. Nun folgt die Abwärtsreihe C, F, B, S, As, Des, Ges. Das ist das Ges und das Fis wäre. Dazwischen wäre dann die Terz von D-Dur. Dasselbe gilt natürlich auch für Gis und As, Des, Cis, aber eben auch schon für ein A von A-Dur und für A als Terz von F-Dur. Das klingt dann etwa so, der Unterschied. A-Dur, Terz von F-Dur. Dies kann verwirren, aber es wird klarer, wenn Folgendes bedacht wird. Es gibt 12 reine Dur-Dreiklänge. Genau 15, aber ohne enharmonische Verwechslungen sind es 12 Dur-Dreiklänge, wie Monate im Jahr. Nach meiner Wahrnehmung gibt es da einen Bezug der 12 Tonarten zu den 12 Monaten.
Da die Tonarten als Naturphänomen in Quinten geordnet sind, daher der Quintenzirkel, könnte jede Prim dieser 12 reinen Dreiklänge, dieser reinen Primen zum Einstimmen benutzt werden. Nur ist der tiefst hörbare Ton ein C und hat Grundtoncharakter, während das A traditionell wohl deswegen als Einstimmton bzw. Kammerton benutzt wird, da es als Sonnenton eine besondere Beziehung zum Herzen hat. Das A von A-Dur ist also Prim im Reigen der 12 Primen und hat exakt 432 Hertz. Forderte schon Giuseppe Verdi und die Académie des Sciences. Es gibt alte Orgeln, die auf diese Frequenz gestimmt sind, wie zum Beispiel die Notre-Dame-Orgel seit 3 Jahrhunderten. Aber es gab damals und davor auch noch tiefere Orgeln und Blasinstrumente und auch extrem hochgestimmte Instrumente. Das heißt, für eine wissenschaftlich klare Betrachtung bezüglich der Kammertonhöhe scheidet die Historie insofern aus. Die Physiker Sauveur und Chladni gehen vom C der Zweierpotenz aus, welches mit unserer jahrtausendealten Zeitrechnung übereinstimmt, denn die Definition ist ein Hertz gleich einer Schwingung pro Sekunde. So kommen wir in der Zweierpotenzreihe schnell zum tiefst hörbaren C, nämlich 1, 2, 4, 8, 16. 16 Hertz ist das tiefste C. Als ich meinem Violinlehrer Norbert Breinin, er war Primarius des bekannten Amadeus-Quartettes an der Musikhochschule Köln, eine Stimmgabel der Zweierpotenz reichte, es war 128 Hertz, also ein C, eine Oktav höher als die Cello-C-Seite, rief er spontan aus: Ich fühle, dass das Ohr auf diesen Ton gestimmt ist. Also auf ein C der Zweierpotenz-Reihe, und tatsächlich ist 16 Hertz nicht nur das tiefste C, sondern der tiefste hörbare Ton. Unter 16 Hertz können Frequenzen nicht als Ton, sondern nur als Geräusch wahrgenommen werden. Dies bestätigt also Breinins Ausruf, dass das Ohr auf ein C der Zweierpotenz gestimmt ist. Das war auch die Ansicht der Musiktherapeutin Maria Schüppel. Später hat Norbert Breinin sich für diese Stimmung eingesetzt und an der Tagung des Schiller-Institutes in Mailand im Casa Verdi 1980 mitgewirkt. Diese Tagung berief sich auch auf das Schreiben Giuseppe Verdis, welches dieser am 10.02.1884 schrieb. Ich zitiere den Brief Verdis an die Musikabteilung der italienischen Regierung. Seitdem in Frankreich der normale Kammerton 435 Hertz angewendet wird, sollten wir diesem Beispiel folgen, und so fordere ich die italienischen Orchester vieler Städte, darunter auch die Mailänder Scala, dazu auf, den Kammerton dem Französischen anzupassen. Ich möchte die Musikabteilung freundlichst darauf hinweisen,
das auf mathematischen Berechnungen basierend der Einstimmton von 435 noch auf 432 Schwingungen herabgesetzt werden sollte. Der Unterschied ist minimal, fast unhörbar, aber sehr wichtig. Es wäre sehr schlimm, ja ein unerhört gravierender Fehler, auf den Vorschlag aus Rom einzugehen und das A auf 450 Schwingungen hochzustimmen. Ich bin der gleichen Ansicht wie Sie, dass der gesenkte Kammerton keinen negativen Einfluss auf die Klangfülle und die Brillanz in einem Konzert hat. Im Gegenteil, er gebe dem Ganzen etwas Edleres, Volleres und Majestätischeres, was das Schrille eines zu hoch eingestimmten Orchesters nicht annähernd wiedergeben könnte. Ich wünsche mir einen weltweit einheitlichen Kammerton. Die musikalische Sprache ist universell, warum also sollte ein A in Paris zu einem B in Rom werden? Soweit also der Brief Giuseppe Verdis vom 10.02.1884, in dem er unverständlich zum internationalen Kammerton von 432 Hertz aufruft. Nun werden Sie vielleicht vermuten, dass andere Komponisten andere Kammertonhöhen vorschlugen, was aber kaum der Fall war. Zwar haben Rossini, Berlioz und Meyerbeer 435 Hertz erwähnt, das bleiben aber vereinzelte Aussagen ohne tiefere Begründung. Der Symphoniker Raimund Schwedeler, geboren 1925, gestorben 2011, der ohne Zuhilfenahme eines Instrumentes nur mit dem inneren Ohr vernehmend komponierte, bestätigte 432 Hertz als der Inspiration entsprechend, nachdem ihm die 432er Stimmung vorgeführt wurde. Auch der mit Hans Kaiser befreundete Paul Hindemith. Hans Kaiser hat in mehreren Schriften objektive Aspekte der Kammertonhöhe geschildert. Also Paul Hindemith nannte das Zweierpotenz C und Richard Strauss kritisierte die Kammertonerhöhung, die seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs stattfindet. Damals spaltete sich die Praxis in extrem tief gestimmt, wie in der historischen Aufführungspraxis für Barockmusik damals üblich und andere, die extrem hoch stimmten, weit über dem anno 1939 genormten 440 Hertz hinaus. Dazu sagte mir Norbert Breinin, als ich ihm zum letzten Mal begegnete: Eins haben wir falsch gemacht, wir haben zu hoch gestimmt. Ich hatte immer das Gefühl, dass 440 Hertz nicht stimmt und dann bin ich noch höher gegangen. Heute weiß ich, dass ich hätte tiefer gehen sollen und zwar auf 432 Hertz. Der Physiker Scheibler, dessen Verdienst es war, am Ende des 19. Jahrhunderts eine Methode zu entwickeln, durch die die Tonhöhe einer Stimmgabel exakt fixiert werden kann, schlug 440 Hertz als Kammertonhöhe vor. Die Stimmgabelfixierung ist aber eine technische, die Kammertonhöhe eine musikalisch, physikalisch, mathematisch, astronomische Angelegenheit. Rudolf Steiner sagte den großen Komponisten ihre innere Beziehung zur Sphärenharmonie nach.
Das findet sich in dem Vortragszyklus GA 283 und Johannes Kepler, der die musikalischen Tonfolgen und Proportionen in den Sternenrhythmen beobachtete und errechnete, resümiert. Indem also die Seele reine Harmonien feststellt, stellt sie gleichsam eine Vergleichung zwischen ihren eigenen Teilen an. Sie wird selber Harmonie und die Harmonie wird zum Geist, ja, zu Gott. Dieses Kepler-Zitat ist aus Weltharmonie, also Harmonici Mundi, im 5. Buch. Nun möchte ich näher auf die 15, im Wesentlichen 12 reinen Dur-Dreiklänge eingehen. Zu diesen 12 reinen Dur-Dreiklängen kommt man, indem man vom C der Zweierpotenz in reinen Quinten durch den Quintenzirkel aufwärts geht, in die Kreuztonarten und abwärts in die B-Tonarten. Dies ist keine Theorie, die es zu diskutieren gäbe, sondern ein Phänomen, welches nachgeprüft werden kann. Und zwar in der bekannten Art, wie die Intonation bei Streichern an Musikhochschulen gelehrt wird. Was jetzt folgt, ist vor allem für diejenigen, die es ausprobieren wollen, wichtig. Ich spiele das dann nachher noch kurz an. Ein Streicher kann das ganz allein durchführen, wenn er Doppelgriffe intoniert. Der Kombinationston von Doppelgriffen muss möglichst ruhig sein, so heißt die Devise. Nun ist es so, wenn die Terz und Quint eines Dur-Dreiklanges als Doppelgriff intoniert werden, in Beziehung zu einer der 12 Primen, die im Verhältnis zum C der Zweierpotenz stehen, dann stellt sich die jeweilige Prim als Kombinationston völlig ruhig und schwebungsfrei ein. Also nicht nur annähernd, sondern völlig schwebungsfrei rein. Das heißt, die übliche Art, Intonation auf Streichinstrumenten zu üben, führt in letzter Konsequenz zur objektiven Kammertonhöhe bzw. zu den 15, also inklusive die enharmonischen Verwechslungen, dann sind es 15 reinen Dur-Dreiklängen und auch natürlich reinen Dur-Primen. Es erklingt der schwebungsfreie Dreieinklang. Wie gesagt, Streicher können das allein, Sänger müssen dann mindestens zu zweit sein, sodass sie Terz und Quint singen können und der Grundton stellt sich als Kombinationston ein. Man kann selbstverständlich Stimmgabeln zur Hilfe nehmen, 432 Herzstimmgabeln sind leicht im Handel zu bekommen, auch C-Stimmgabeln der Zweierpotenz gibt es, letztere werden unter anderem auch in meiner Heimatstadt Tuttlingen hergestellt. Ich spiele nun einen Durchgang durch den Quintenzirkel auf der Violine an. Beginne mit C-Dur und zwar Quint und Terz. Jetzt in weiter Lage. Und dann stellt sich der Grundton als Kombinationston an. Dann durch den Quintenzirkel aufwärts. Und
rückwärts. Also wie gesagt, diese Reinheit für Dur-Dreiklänge stellt sich nur ein, geht man vom C der Zweierpotenz durch den Quintenzirkel, aufwärts bis Gis-Dur und abwärts bis Ges-Dur, man möge es nachprüfen. Und für A-Dur ergibt sich in dieser Quintfolge ausgehend vom C der Zweierpotenz exakt das A von 432 Hertz. Was hier objektiv festgestellt wird, ist in Teilaspekten seit langem bekannt. So spricht die Akademie des Sciences von der Physik und von der instinktiven Forderung der Musiker. Ich zitiere aus dem Protokoll der Académie des Sciences vom 19.06.1950. Hier findet sich Folgendes. Das A 432 Hertz wäre weniger willkürlich als 435 oder 440 Hertz. Das wäre der logische Kammerton, für den die Musiker ganz instinktiv eintreten. Der gängige Kammerton 1859 festgelegt mit 435 Hertz wird in Frankreich seit etwa 12 Jahren nicht mehr verwendet, weil die Hersteller der Blasinstrumente aus Profitgründen die Instrumente einfach höher eingestellt haben, da sie sich so auch in die USA exportieren lassen. Die Hersteller haben die Musiker weder beraten noch benachrichtigt über diese Änderung, sodass sie vor vollendete Tatsachen gestellt waren. Also das ist alles Zitat aus dem Protokoll der Académie des Sciences vom 19.06.1950. Weiter. Im Mai 1939 wurde während eines in London stattfindenden Kongresses, der von Deutschland aus organisiert wurde, auf Vorschlag des Deutschen Radios beschlossen, einen neuen Kammerton einzuführen. Teilnehmende Instrumentenhersteller und Radioingenieure haben für Frankreich zugestimmt, aber es waren weder Musiker noch Physiker zu diesem Kongress eingeladen. Die französischen Musiker beklagen sich über den 440 Hertz Kammerton. Sie finden ihn übertrieben zu hoch. Mit diesem Kammerton ist es fast unmöglich, klassische Choral- und Vokalwerke originalgetreu, das heißt mit der richtigen Klangvorstellung, zu interpretieren und so weiter und so weiter. Und später heißt es: Die ideale Lösung wäre, wenn Musiker und Physiker dieselbe Skala hätten, das heißt die nach Sauveur, die sich nach dem C richtet, das die Frequenzen 256 und 512 hat. Da möchte ich zwischenfügen, das sind Cs der Zweierpotenz. Dann kommt in dem Protokoll noch der Vorschlag, statt A ein G als Einstimmton zu nehmen, aber in der Frequenz dem 432 Hertz A entsprechend. Und später heißt es, zusammengefasst möchten die französischen Musiker nicht nur, dass der zu hohe Kammerton geändert, sondern
dass der Kammerton auf 432 Hertz festgesetzt wird und unveränderbar ist. Ich wiederhole, die französischen Musiker wollen, so steht es im Protokoll, dass der Kammerton auf 432 Hertz festgesetzt wird und unveränderbar ist. Anmerken möchte ich, dass die praktische Änderung der Stimmung für Streicher problemlos ist. Klavier und auch Blechbläser können problemlos gestimmt werden. Es bleibt als kleines Problem, es bleiben als kleines Problem die Holzbläser, Akkordeone, Xylophone. Und als großes Unterfangen die Orgeln, die nicht ohne weiteres umgestimmt, sondern in vielen Fällen neu gebaut werden müssten. Für die Sänger ist es eine große Freude, auf 432 Hertz singen zu können. Nicht von ungefähr haben viele der bekanntesten Sänger anno 1988 die Petition, die anlässlich der Tagung im Casa Verdi vom Schiller-Institut aufgestellt wurde, unterschrieben. Darunter Luciano Pavarotti, Birgit Nielsen, Dietrich Fischer-Dieskau, Placido Domingo, Carlo Bergonzi, Christa Ludwig, Peter Schreier, Monserrat Caballé hat ein Grußwort geschickt und es gab viele weitere Unterschriften. Nikolaus Harnoncourt kommentiert diesen Aspekt des Gesangs in seinem Grußwort zum Kammerton-Symposium 432 Hertz. Das Ergebnis würde es hundertfach lohnen. Die Soprane und Tenöre könnten 10 Jahre länger singen. Die Musik würde entschrillt, also wieder ihre Natürlichkeit und Lockerheit gewinnen. Bemerkenswert ist auch, dass sich A Cappella-Musik, sei es traditionelle Volksmusik, sei es orthodoxe oder gregorianische Vokalgesänge, häufig auf 432 Hertz einpendeln, wenn sie nicht instrumental begleitet werden. Der Journalist Arthur Abell interviewte große Komponisten wie Richard Strauss, Eduard Grieg und sogar Johannes Brahms. Dabei wurde deutlich, dass die großen Komponisten ihre Inspirationsquellen wie Kepler, Platon, Rudolf Steiner und andere sie beschreiben, nämlich aus ihrer Beziehung zur Sphärenharmonie, auch Devachan genannt, schöpfen. Ich zitiere aus dem Interview mit Brahms. Schließlich mag es für die Nachwelt, so Brahms, interessant sein, etwas darüber zu erfahren, wie der Geist spricht, wenn mich der schöpferische Drang überkommt. Ich werde euch deshalb jetzt meine gedanklichen, physischen und geistigen Vorgänge während des Komponierens bekannt geben. Beethoven erklärte, seine Ideen kämen von Gott, und ich kann das Gleiche behaupten. Ich werde jetzt dir, gemeint ist Josef Joachim, der auch an dem Gespräch teilnahm, ich werde jetzt dir und unserem jungen Freund hier darüber berichten, wie ich mit dem Unendlichen in Verbindung trete, denn alle wirklich inspirierten Ideen stammen von Gott. Arthur Abell fragte Johannes Brahms, wie er denn mit der Allmacht in Verbindung trete
worauf diese ihm Folgendes zur Antwort gibt. Es geschieht nicht durch die Willenskraft über das bewusste Denken, das ein Entwicklungsprodukt des physischen Bereiches ist und mit dem Körper stirbt. Es kann nur durch die inneren Seelenkräfte geschehen, durch das wirkliche Ich, das den Tod körperlich überlebt. Diese Kräfte ruhen für das bewusste Denken, wenn sie nicht vom Geist erleuchtet werden. Soweit ein Ausschnitt aus dem Interview mit Johannes Brahms. Diese Aussage von Brahms zusammengenommen mit Keplers Sichtweise, dem Appell Verdis und dem Phänomen der reinen Dreiklänge zeigen, dass die objektive Kammer Töne für die Werktreue, für das sich Einfühlen in den Komponisten bedeutungsvoll ist. Nun gibt es aber neben diesen Gründen, neben dem für sich sprechenden objektiven Grund für die Kammertonhöhe, dem tiefst hörbaren C und den daraus resultierenden reinen Dur-Dreiklängen weitere objektive Gesichtspunkte aus neuester wissenschaftlicher Forschung. Der Biochemiker Dieter Bröers schildert das Zusammenwirken von Epiphyse, Hypophyse und Hippocampus als auf 8 Hertz schwingend. Das Gewichtsverhältnis von Epiphyse und Hypophyse ist 1 zu 4, also auch hier wieder die Zweierpotenz. Der Gehirnforscher Günther Haffelder sagt, dass die Gehirnhälften bei 432 Hertz sich am gesündesten verknüpfen. Das Corpus callosum, die Brücke zwischen den Gehirnhälften, schwingt im optimalen Zustand auf 3,375 Hertz. Das ist ein reines Oktavverhältnis zu 432 Hertz, also 7 Oktaven unter 432 Hertz. Eine Schwingung im unhörbaren Bereich. Haffelder feierte große Erfolge mit der Therapie von lernschwachen Kindern. Bei dieser Therapie wurde auf 432 Hertz eingestimmte Mozartmusik verwendet. Und beim Kammerton-Symposium 432 Hertz, welches 2013 in Kirchzarten bei Freiburg stattfand, sagte Haffelder: Es gibt keinen größeren Stressberuf als den des Musikers aufgrund der zu hohen Kammertonhöhe. Soweit interessante Aussagen der Wissenschaft. Musikalisch hat die erhöhte Kammertonhöhe eine Zeitbeschleunigung zur Folge, während der zu tiefe Kammerton bremst. So werden vermutlich instinktiv bei Verwendung von extrem tiefen Kammertönen häufig sehr rasche Tempi benutzt. Und für überhöhte Kammertöne wird häufig, nicht immer, aber häufig gebremst. Bei 432 Hertz, durch den die ewige Ruhe der Sphärenharmonie in die Musik einströmt,
gibt es kein Drängen und kein Bremsen. Dadurch entsteht für den Interpreten die Aufgabe, das rhythmische Geschehen aktiv zu gestalten, zu accelerieren und zu retardieren, was immer individuelle Akzente impliziert, die somit auch besondere Herausforderungen an das Zusammenspiel stellen. Das Metronom, welches wohl zum Zweck, ausschweifende Rhythmusextreme zur Mitte zu führen, erfunden wurde, ist aber nicht letztlich geeignet, das dynamisch-rhythmische Zeitgeschehen lebenskräftig zu erfüllen. Diesen Aspekt habe ich vor allem im Zusammenhang mit Ensembles und Orchester in meiner Schrift Morgenruf klassisch näher erläutert. Wenn sich Orchester und Ensembles dazu aufraffen, soweit möglich untemperiert rein zu intonieren, wäre das ein großer Mehraufwand, der aber durch die tiefere Wirkung der Musik mehr als reichlich belohnt werden wird. Wenn zum Beispiel die Ouvertüre zum Passival in reinem Astor klingt, oder der Mittelteil des Scherzo aus Dvořáks Streicherserenade in reinem Desto, der Gefangenenchor aus Verdis Nabucco in fließendem reinen Fistur, dann werden sich diese Toncharaktere in voller Zauberkraft entfalten. Ich möchte hier jedoch nochmals betonen, dass die positive Wirkung der hier genannten Urfrequenzen nicht nur der untemperiert reinen Musik vorbehalten ist, sondern sich auch Intemperierungen deutlich auswirkt. Intemperierungen, die sich an den Urprimen orientieren. Hierfür ist 432 Hertz der höchstmögliche Einstimmton, der die Kreuztonarten begünstigt, und 426 der tiefstmögliche, der die B-Tonarten begünstigt. Auch ein weiterer, nicht zu unterschätzender Aspekt ist das Verhältnis von Puls und Atem, der für alles rhythmische Erleben die Grundlage bildet. Auch hier findet sich wieder das Zweierpotenzverhältnis, diesmal als 4:1, 72 Pulsschläge zu 18 Atemzügen. Also auch das Zweierpotenzverhältnis, das auch für die 12 reinen Dur-Dreiklänge die Ausgangsbasis bildet und auch im Zusammenwirken von Epiphyse und Hypophyse wirkt. Außerdem ergeben sich aus den 18 Atemzügen pro Minute 1080 in der Stunde und am Tag 25 920 Atemzüge als Mittelwert. Schon seit Platon aufgrund seiner Errechnung ist bekannt, dass der Frühlingspunkt der Sonne 25.920 Jahre benötigt, um einmal durch den ganzen Tierkreis zu wandern. Also durch 12 dem Tierkreis zugeordnete Abschnitte. Der Forscher Hartmut Warm findet in seinen astronomischen Forschungen häufig die 2:1 Proportion, auch 4:1 Verhältnisse, sowie 12 Sternbildungen, wenn mit Hilfe moderner Computertechnik Sternenläufe über Jahrtausende errechnet und anschaulich gemacht werden. Das finden Sie in
Signatur der Sphären von Hartmut Warm. Wenn man die menschlichen Wesensglieder mit Prim für das Physische und Oktav für Geistesmensch, auch Atma genannt, nimmt, findet sich auch hier die Zweierpotenz, das Zweierpotenzverhältnis. Nebenbei bemerkt, hat der traditionell indische Kammerton 136 Hertz, ein Cis, was mit 432 Hertz kompatibel ist. Sie sehen, es gibt also mehrere Gründe, die für 432 Hertz bzw. für die 12 reinen Primen der Dur-Dreiklänge als Einstimmtonhöhe sprechen. Die Welt dieser Frequenzen ist garantiert gesundheitlich optimal und wirksam. Die Tiefenwirksamkeit der klassischen Musik, der ich diese Frequenzwelt vor allem zu ihrer vollen Entfaltung wünsche, kommt nicht automatisch durch die Frequenzhöhe, sondern diese bildet eine besondere Chance und gleichzeitig Herausforderung, die klassische Musik in ihrer vollen Kraft, Wärme und Farbe immer tiefer und tiefer in Erscheinung treten zu lassen. Wenn also nun nochmal zusammenfassend auf die Ergebnisse der alten Physiker Chladni und Sauveur, die Errechnungen Platons und Keplers, die Ergebnisse der Gehirnforschung und Biochemie sowie auf das Naturphänomen des tiefst hörbaren Tones und der reinen Dreiklänge geschaut wird, wird deutlich, dass hier objektive Gesichtspunkte für reine Tonhöhen gegeben sind. Alte chinesische Weisheit sagte, jeder unreine Ton der Skala bewirkt einen gesellschaftlichen Missstand. Wenn alle Töne der Skala unrein sind, steht der Untergang des Volkes in nächster Zeit hervor. So glaube ich, dass all die Appelle für 432 Hertz, der Akademie des Sciences, der von Norbert Breining und des Schiller-Instituts, von Giuseppe Verdi und der Musikvereinigung Orpheus, für die ich hier stehe und spreche, in das Ende des Grußwortes von Nicolaus Sanoncourt zum Kammerton-Symposium 432 Hertz zusammengefasst werden können. Jetzt sollte der mutige Schritt gemacht werden. Der mutige Schritt, den Kammerton auf 432 Hertz zu setzen und ihn dort zu lassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.